Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen ja zu einem neuen Video, zu einer neuen Folge. Und heute geht es mal wieder um Network-Marketing-Tipps und speziell heute um das Thema Kennzahlen. Welche Kennzahlen solltest du ja für deinen ja, Arbeitsalltag einfach kennen? Ja, und wie schaffen es diese Kennzahlen, dass du dann auch noch mehr Erfolg ja, in deinem Network-Marketing-Business hast? Darum geht es heute. Wenn du weitere Informationen willst, wenn du ja, diese Informationen als hilfreich empfindest, dann schau doch einfach mal bei mir auf der Webseite vorbei, www.oliverschirmer.de. Dort findest du auch die Möglichkeit, dich in meinen Newsletter einzutragen, wo du nochmals weitere exklusive Inhalte dann bekommst. Also, wenn du Lust hast, schau vorbei, www.oliverschirmer.de. Und jetzt legen wir direkt los mit dem Thema, warum Kennzahlen so extrem wichtig sind und warum du dadurch automatisch ja besser wirst ja in deinem Network Marketing Business. Und wenn du jetzt im MLM, ja, wenn du im Network Marketing tätig bist, dann hast du eben ja Tag ein, Tag aus, entweder auf der einen Seite mit Kunden zu tun oder auf der anderen Seite ja eben mit Vertriebspartnern. Und Kunden, Vertriebspartner, du selbst, wir alle sind Menschen, ja, und selbst wenn wir unseren Job perfekt ausüben, ja, wobei 100% perfekt gibt es ja nicht, aber mal angenommen, wir kommen nahe ran, ja, dann kann es in unserem Geschäft trotzdem sein, dass es Menschen gibt, die am Ende des Tages trotzdem Nein zum Geschäft sagen oder halt eben einfach, ja, bei dir nicht abschließen werden. Und das ist eben so eine große Unbekannte, ja, in unserem Geschäft. Und diese unbekannte Größe, die sollten wir in alle unsere Zielplanungen einkalkulieren. Und auch hier gleich der erste Tipp, du solltest für dich ein Ziel haben, weil nur wenn du ein konkretes Ziel hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass du es erreichen kannst. Weil wenn du nicht messen kannst, ja, wie weit du bist, ja, also du brauchst ein messbares Ziel, weil wenn du von A nach B willst, dann musst du erstmal wissen, wie kommst du dahin und dann musst du wissen, wo bist du denn jetzt genau? Weil wenn du gar nicht weißt, wie B aussieht, dann weißt du auch nicht, wie oder wann du angekommen bist. Ja, und viele Networker laufen halt manchmal so durchs Leben, aber es ist nicht nur ein Phänomen bei Networkern, sondern bei sehr, sehr vielen Menschen, dass die durchs Leben laufen und halt einfach ja, die so vor sich hin sagen, ich will ein großes Team aufbauen, ich will ein großes passives Einkommen haben. Aber was das genau dann letzten Endes bedeutet, ja, das bleibt dann oft sehr, sehr unklar und das ist einfach viel zu schwammig, ja. Du brauchst in unserem Business einfach ein klares Ziel und dann wirst du ja auch die Möglichkeit haben, dort anzukommen, weil du halt das Ganze auch messen kannst, ja. Wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann darfst du dich eben halt auch nicht wundern, wenn du ja nicht dort ankommst, ja. Und was du eben nicht wissen kannst, ist, wie viele Menschen am Ende des Tages halt einfach dann ja sagen. Was du aber planen kannst, sind deine Aktivitäten, deine täglichen Dinge, die du tust, ja, um dein Ziel zu erreichen. Und da sind die Kennzahlen eben super wichtig, weil wir können dieses Nein ja weitestgehend mit einkalkulieren. Und jetzt müssen wir einfach mal kurz festlegen, welche Kennzahlen sind denn eigentlich wichtig. Zum einen solltest du halt für dich wissen, ja, wie viele Gespräche du persönlich mit Interessenten eben geführt hast und ja, wie viele Verkaufsgespräche hast du geführt, wie viele Verkaufsgespräche hat dein Team geführt, wie viele Abschlüsse hast du und dein Team eben getätigt und last but not least, wie viele Provisionen hast du verdient. Und das kannst du im Prinzip halt einmal im Monat, einmal in der Woche, einmal am Tag machen, ja. Umso häufiger du das machst, umso besser ist es natürlich. Und aus diesen Kennzahlen raus kannst du dann drei ganz, ganz wichtige Kennzahlen eben herausfiltern. Und zwar ist es zum einen, wie viel verdienst du eigentlich pro Kundenkontakt? Super wichtige, super spannende Kennzahl, gerade wenn du, ich sag mal, selbst aktiv im Verkauf tätig bist, ja, wenn du aktiv deine Produkte an den Mann bringst, ja. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel, ich gebe dir da ein Beispiel dazu, mal angenommen, du verdienst 5.000 Euro pro Monat, ja. So, und du musst jetzt mit 50 Menschen im Monat sprechen, ja, um diesen Verdienst zu erreichen. Dann hast du einen Verdienst pro Kundenkontakt von 100 Euro. Und es ist super wichtig und auch super motivierend, diese Zahl zu kennen, weil egal, ob die Person auf der anderen Seite jetzt Ja oder Nein zu deinem Vorschlag sagt, du weißt, dieser Kontakt bringt dir im Schnitt 100 Euro.
Ja, so, und es ist auch noch deswegen interessant, weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Monat planst, in dem du 10.000 € aus deinem Verkauf erzielen willst, dann weißt du, okay, entweder du musst die Quote verbessern, ja, das heißt, du musst eben einen Weg finden, wie du ja deine Abschlussrate verbesserst oder ganz einfach mehr Kundenkontakte. Ja, bei 10.000 € ist jetzt die Rechnung relativ einfach, da wären es dann eben halt 100 Gespräche statt 50 im Monat. Eine weitere wichtige Kennzahl ist der Durchschnittsverdienst pro Teampartner. Kannst du auch sehr leicht errechnen, indem du einfach deinen Monatsverdienst aus dem Team nimmst. Ja, also was verdienst du insgesamt an deinen Teamumsätzen und dann teilst du es einfach durch die Anzahl der Vertriebspartner und hast dann eben den Verdienst pro Teampartner. Ja, auch hier ein kleines Beispiel. Angenommen, du verdienst ebenfalls 5.000 € ja an den Teamumsätzen und hast 50 Teampartner, dann hast du auch hier einen Teamumsatz Entschuldigung, ein Durchschnittsverdienst pro Teampartner von 100 €. So ist es richtig. Ja, und ja, ebenfalls eine super wichtige Kennzahl, weil sie dir einfach sagt, wenn du jetzt zum Beispiel 10.000 € aus dem Team verdienen willst, dann hast du auch hier wieder zwei Möglichkeiten. Entweder du setzt dich mit deinem Team zusammen und überlegt, wie ihr eben eure, ja, ich sag mal, die Abschlüsse verdoppeln könnt, ja, oder eben, was ich eigentlich grundsätzlich immer viel besser finde, ist dann eben, dass du ja deine Teampartneranzahl einfach verdoppelst. Die dritte wichtige Kennzahl ist dann, ja, wie viele Verkäufe macht denn ein Teampartner im Schnitt pro Monat in deinem Team? Ja, so, und das kriegst du auch raus, indem du zum Beispiel einfach mal das letzte Jahr nimmst, ja, oder diese Anzahl an Monaten, die halt eben bei dir da sind und teilst dann oder nimmst dann diese kompletten Verkäufe, ja, diese Aufträge und teilst die durch die Anzahl deiner Vertriebspartner und dann weißt du, ja, wie viel Aufträge ein Teampartner pro Jahr im Schnitt generiert, entschuldige. So, und wenn du das dann jetzt im Monat wissen willst, teilst du das dann halt einfach noch durch 12. So, nehmen wir auch hier ein Beispiel. 1200 Aufträge im Jahr geschrieben mit 100 Teampartnern. Macht 12 Aufträge pro Teampartner, bedeutet durch 12 ein Auftrag pro Vertriebspartner. Ja, so, und das ist eben auch eine ganz wichtige Kennzahl, weil je nachdem, wie das bei dir im Unternehmen gehandhabt ist, in den meisten Strukturvertrieben, Network Marketing, Multilevel Marketing Unternehmen gibt es halt eben ja Karrieresysteme, Aufstiegssysteme, Marketingpläne, ja, mit denen du zum Beispiel eine höhere Provisionsstufe erreichen kannst. Und je nach Plan musst du halt unter Umständen halt auch wissen, wie viele Verkäufe dein Team halt eben oder wie viele Verkäufe du im Team halt benötigst. Ja? Und da hilft dir eben diese Kennzahl super weiter. Ja? Auch hier kannst du dann für dich konkrete Maßnahmen ableiten, konkrete Schritte überlegen, wie kannst du das erreichen? Ja, kannst dich mit deinem Team zusammensetzen, überlegen, wie können wir die Anzahl der Vertriebspartner dann verdoppeln? Wir haben mal angenommen, das wäre der Fall. Oder wie könnt ihr einfach es schaffen, dass ihr ja diese Anzahl der Aufträge im Monat eben steigert? Ja, sei es durch ein Event, durch eine besondere Ausbildung oder was auch immer. Ja, und du merkst schon, wenn du diese Kennzahlen, wenn du dich damit auseinandersetzt, bekommst du einen super Einblick in deine Struktur, in deine Organisation und kannst dort dann auch ganz anders führen, weil du nicht mehr im Dunkeln rumstocherst, sondern genau weißt, was in deinem Team los ist und du kannst dann auch dementsprechend halt ja, gezielte Maßnahmen ableiten. Und das ist, denke ich, ja, das Wichtigste. Okay, das soll es aber bis hierher jetzt mal gewesen sein. Ich hoffe, die Tipps waren für dich wieder hilfreich und haben dir weitergeholfen. Wenn dem so ist, gib mir einen Daumen hoch oder schreib mir einen Kommentar. Ich freue mich da immer von euch zu hören. Und wie gesagt, wenn du noch weitere Informationen möchtest, schau einfach mal auf meiner Webseite vorbei, www.oliverschirmer.de oder ja, abonniere meinen Newsletter für weitere exklusive Inhalte. Alles absolut kostenfrei. Und ja, das war's von mir. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg, alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.